Ja, also dann. Sogar grell die Geld ist für eine gute Idee. Ja, Ronga, es ist halt scheiße, wenn man nicht betrunken wird, weil wenn du jetzt halt stirbst, ne, dann am besten betrunken. Aber. Na, du ziehst deinen letzten Schlauch leer, kannst noch die letzten paar Tropfen an Gräldig geben und dann schaut ihr euch bemitleidenswert an und könnt dann langsam nach draußen auf die Planken treten. Schaut dann, wie die Nahrungsvorräte, die ihr vor ein paar Stunden gekauft habt, jetzt sorgsam verladen werden auf drei sehr brüchige Wägen und... Achmed, wir sind fähige Krieger, aber selbst das Sipt ist ein... ist eine Konfrontation mit 50 Stadtwachen nicht äußerst aussichtsreich, ja? Wie gedenkt ihr, die Bevölkerung zu mobilisieren? Effendi, ich bin vertrauenswürdig. Ich bin derjenige, der auf der Welle reitet, damit ich nicht untergehe. Die Welle muss so groß sein wie irgend möglich, ja? Wir müssen einen Grund schaffen, warum sie das Essen von diesem Karren nehmen und mit uns kommen über die Brücke ins Regierungsviertel. Und sie müssen so schnell und so laut und wie irgend möglich sein. Wir müssen ihren Zorn entfachen. Ihr seid doch auch Männer des Zorns. Wir könnten mit der Nahrung zum Marktplatz ziehen, sie unter der Bevölkerung verteilen und behaupten, es wäre alles, was wir vom Sultan befreien konnten und es sei noch deutlich mehr im Sultanspalast. Ja, aber das könnte einen Aufstand verursachen. Wir könnten die Nahrung auch mit Planen auf die andere Seite ziehen, sie aufstapeln und dann verbrennen wir die Karren und sagen, es ist ein Edikt vom Sultan. Dann ist die Nahrung weg und die Bevölkerung ist hungrig, aber es ist ein Edikt vom Sultan gewesen, sie werden sehr böse sein. Oh, ich würde dich so gerne hier durch den Raum prügeln, das weißt du gar nicht. Dass dir überhaupt welche folgen wollen, ist... Du willst der hungernden Bevölkerung jetzt hier noch das Essen wegnehmen und eben nennst du dich einen Widerstandskämpfer. Sie müssen sich das Essen verdienen, Effendi. Ja, wenn der Sultanspalast geplündert ist, dann werden sie nicht hungrig sein. So einfach ist es, aber Dol Guruk muss sterben, er ist böse. Ich bin nicht der Böse in dieser Geschichte. Ruggel, könnt ihr kurz die Verhandlung mit Ahmed übernehmen? Ich muss etwas mit Ronga prüfen. Ja, natürlich. Ich denke, wir sollten Stöcker kaufen. Stöcker und Fackeln und Steine. Und also ein paar Blumen, weil wir müssen dann ja alle über die Brücke. Babur, holt Planen. Es muss Planen geben. Das Essen darf nicht zu sehen sein. Wir müssen damit unbeschadet bis zum Nordstadt gehen. Babur, holt Planen. Kurz mit. Hey, wenn du es wagst, das Essen zu verbrennen, ich töte dich mit meinen eigenen Händen. Also Greldig zieht dich so ein bisschen von ihm weg. Greldig. Ronga ist auch ziemlich sauer auf den. Kann Greldig den auch sehen. Greldig zieht Ronga mit aller Gewalt aus der Kammer an die frische Luft. Ronga, mein Freund, dieser Mann ist entbehrlich und widerwärtig. Wir können uns entweder auf einen sehr hoffnungslosen Kampf gegen wahrscheinlich gut gerüstete Gardisten einlassen, oder wir können dem Sultan einen Austausch anbieten und den Anführer des Widerstands gegen einen geschätzten Prioten, der mit den örtlichen Sitten nicht allzu vertraut war und deshalb eine leichte verbale Entgleisung über seine Lippen hat kommen lassen, austauschen. Und gegebenenfalls noch nach dem Dokument fragen. Das... Ist mir auch schon durch den Kopf gekommen, dass wir einfach weiter mit ihm reden können, aber so wie die das mit Bayodur gemacht hat, was genau, sobald wir ihm davon erzählt haben, was genau hindert ihn daran, wortbrüchig zu werden und uns auch noch einzusperren, weil er seinen Sinn von Recht in dieser Stadt durchbringen will. Meine Bayodur hat ihn einen Tyrannen genannt. Mein Säbel hindert ihn daran. Ein kopfloser Sultan kann mich nicht einsperren. Hey, Galdik, du bist schon ein verrückter, ein mutiger, mutiger, verrückter Typ, aber
Ich glaube nicht, dass dieser Elf, der pechschwarz ist, sich einfach von deinem Säbel erstechen lässt. Glaubst du, er hat übernatürliche Kräfte? Wir haben diese verdammten Spitzohren doch alle. Ach. Das sind Magier, verdammt. Oder Elfenpack. Zauberer, was auch immer. Bin mal mit einem von denen durch die Gegend gereist. Er ist zwar irgendwie auf einer ganz anderen Ebene vom Kopf her, aber ja, er konnte schon ziemlich starke Sachen mit seiner Magie machen. Die einzige Alternative, die ich sehe, ist eine nächtliche Befreiungsaktion Priadurs und davon zeitlich getrennt ein Einbruch, um die Dokumente zu erlangen. Dass beides klappt, erscheint mir unwahrscheinlich. Einen Aufstand anzuzetteln birgt in dieser Stadt mit dieser verhungerten, entkräfteten und eingeschüchterten Bevölkerung gewaltige Risiken. Wir müssen unsere Prioritäten ändern. Egal wie wichtig dieses Dokument ist, wir können Priadur oder nicht schmoren lassen. Er ist immerhin ein Götterdiener. Wir müssen erst einmal Priadur da erstrangig rausholen. Und wenn wir das geschafft haben, vielleicht improvisieren, um den Palast zu kommen? Keine Ahnung. Von da an habe ich dann keinen Plan mehr, aber wir können nicht dieses Dokument vor Priadurs Leben stellen. Keineswegs. Aber Priadur zu befreien, dazu ist entweder eine Ablenkung nötig oder ein nächtlicher Einbruch ins Gefängnis. Eine kleine Wachmannschaft, die nicht gewarnt ist, können wir vielleicht nächtens überwältigen. Oder wir versuchen unser Glück mitten im Getümmel, während auf dem Marktplatz ein Aufstand stattfindet. Ich weiß aber nicht, wie gesichert das Gefängnis ist. Ich denke, wir sollten uns den Aufstand doch zunutze machen lassen. Auch wenn wir an der Aufgabe mit dem Dokument scheitern, irgendwelche anderen Helden werden sich sicher annehmen. Zumindest muss es getan werden, so wie ich verstanden habe. Wachstelle muss herausgefunden werden. Und wenn wir das Kräfteverhältnis durch einen Aufstand hier schon mal schwächen, vielleicht einige der Gardisten mitnehmen, auch wenn wir nur 10, 20 von denen dezimieren können, das ist ein großer Erfolg. Definitiv, aber wir dürfen uns... Es wäre von Vorteil, wenn wir uns dabei nicht allzu deutlich zeigen. Das ist der Nachteil. Ich sehe momentan keine Möglichkeit, die Bevölkerung zu mobilisieren, ohne dass einer von uns den Anführer mimt oder Ahmed in seinen eingeschränkten Befähigungen unterstützt. Ja. Vogel versteht sich mit dem Volk ziemlich gut. Ich meine, er ist ja auch so ein Bauer. Ich meine, ein einfacher Mann. Und vielleicht kann er ein paar Worte sagen. Wenn es nicht klappt, dann probierst du es oder ich. Was auch immer. Keine Ahnung. Mein Plan ist nicht ausgereift, aber ich glaube, wir kriegen auf die Schnelle keinen besseren. Und desto länger wir uns Zeit lassen, desto eher wird Priadur vielleicht einen Kopf kürzer gemacht. Statt das Essen zu verbrennen, sollten wir es dem Volk in Aussicht stellen. Nicht als Belohnung, aber als das, was ihnen zusteht, und mit der Aussicht mehr zu kriegen. Und damit sollte sich eine Menge an Bevölkerung mobilisieren lassen. Eventuell können wir die Verwirrung auf dem Marktplatz nutzen, das Gefängnis zu knacken und Priadur zu befreien. Und dann müssen wir sehen, wie wir reagieren. Wir sollten uns keinesfalls zu weit voneinander trennen. Hast du dir das Gitter oder das Gefängnis besser anschauen können? Können wir das da einfach rausbrechen? Ich bin unsicher, sicherlich nicht ohne Werk. Und während ihr euch unterhaltet, könnt ihr erkennen, wie die Vorräte abgespannt sind und langsam in Richtung Süden, in Richtung des Effa-Tempels rumpeln. Vielleicht, wenn Anna reingeworfen wird, dann werden sie das wohl auf- und abschließen müssen. Das heißt, zu dem Zeitpunkt wissen wir, wer den Schlüssel hat. Oder wenn wir zuschlagen, wenn da gerade jemand reingeworfen wird.
Das wäre eine Möglichkeit. Wir müssten uns in der Menge verbergen. Greldig kramt in seinem Seesack und holt einen großen Umhang mit Kapuze hervor, den er um sich schlingt, um seine Waffen zu verbergen. Er trägt ja immerhin Dolch, Wurfäxte und Säbel und versucht auf die Art weniger auffällig zu sein. Auffällig, dann, unauffällig. Auffällig, unauffällig. Dann lasst uns Rogel und Ahmed holen und ich sehe momentan unter den gegebenen Umständen, dass die Nahrung wird bereits verfrachtet. Keine andere Möglichkeit, als spontan auf die Situation zu reagieren. Für einen guten Plan scheint die Zeit nicht zu reichen. Wenn wir das aber direkt am Marktplatz machen, Nahrung da aufbauen, dann werden sich natürlich alle Gardisten und die Bevölkerung dort sammeln. Dort wollen wir sie nicht unbedingt haben. Nun, entweder nutzen wir die Gelegenheit, die Gardisten vom Marktplatz wegzulocken und versuchen, Priodur am Marktplatz zu befreien, oder wir nutzen das Gemenge, um das Gefängnis aufzubrechen. Wenn sich erst einige hundert Bewohner auf dem Marktplatz befinden, können die Gardisten sicherlich nicht bis zum Gefängnis vordringen. Und mit diesem unausgereiften Plan könnt ihr euch aufmachen, den rumpelnden Wagen hinterher, Haldan, Ahmed und den Helfershelfern. Derweil steht oder hockt Priodur immer noch vor dem großen Loch. Verdammt, ich glaube, ich muss hier zurück. Ich würde mal den Fisch wieder in das Wasser zurückschmeißen und rückwärts kriechen, probieren zu müssen, ob ich durchpasse. Ja, du machst dich natürlich weiter dreckig und dann stehst du wieder in diesem Loch und siehst die zornigen, wohl aber auch belustigten Augen von dem Sohn El-Hakirs, der sich selbst... Keinen Ton. Erkannt. Blick Funkel an. Und ich stelle mich mal mit dieses runter auf und guck nach oben. Du hast gesagt, Paraios ist allmächtig. Aber auch er hat dich verlassen. Preis hat mich nicht verlassen. Und ich würde dann mal ein Choral anstimmen. Und zwar eigentlich ein Choral, der normalerweise nur bei den Bandstrahlern sehr beliebt ist. Und zwar nennt sich der Praios Zorn, hat keine realitätischen Auswirkungen. Kündet von den. Der Kampf wieder der Ungerechtigkeit gegen schwarze Magie, gegen alles, was nicht preisgefällig ist. Und diese Herrschaft erkenne ich inzwischen an, dass sie nicht preisgefällig ist, wenn Geweihte in ein öffentliches Gefängnis, in einen Grube geschmissen werden. Und meine Stimme wird immer lauter und lauter. Ich hoffe, dass man die auch außerhalb der Grube dann hören kann. Ja, davon gehst du aus, kannst dann deinen Choral anstimmen. Dir wird aber auch keiner antworten, also es weder von den Wachen noch singt irgendjemand dort draußen mit. Du kannst nur noch die Betrufe von Rashtula hören, die aus dem Minarett nach unten klingen und den ganzen Platz wie immer noch fluten, auch wenn es ein bisschen dumpf ist, aber wieder dieses ekelhafte Lächeln von El-Hakirs Sohn. Am Ende dieses Chorals würde ich ein göttliches Zeichen herbeirufen, das ist ein Stoßgebet. Praios, sieh herab auf deinen Diener und künde von deiner Weitsicht und deinem Mut. Blick herab auf diesen Sünder, blick herab auf diese sündige Stadt. Schicke dein Zeichen, sodass alle erleuchtet werden, die dein Zeichen sehen. Und wäre ich jetzt aufstufen auf Grad 3, kann der Geweihte eine Erscheinung des Heiligen Tieres oder Symbols herbeirufen. Ist nicht körperlich, aber stärkt den Mut der Gläubigen, die es sehen können, für um einen Punkt für LKP-Spielrunden. Und es hat natürlich, weiß nicht, ob es einen Auswirkung hat, aber um die Sache Preis in dieser Grube zu vertreten, in dieser Stadt hoffentlich. Grad 3 ist eine Erschwerung der Liturgie um 4 Punkte.
Und jetzt müssen wir mal gucken, was die allgemeinen Modifikationen noch sind. Wollen wir durchgehen? Aus einer Lothar heraus? Keine Ahnung. Ja, klar, du wirst zum Tode verurteilt. Minus 3. Also schon mal plus minus 0. Zur Erfüllung eines göttlichen Auftrags? Nein, auf keinen Fall. Also, nee. Soll ich nicht sagen. Nee. Das eigentlich die Motiven? Ja, könnte man doch mal sagen. Nee, es ist eine Notlage, passt schon. Okay. Und der Marsch beeinflussen bin ich nicht. Frisch konvertierter Geweihter bin ich auch nicht. Ich bin auch kein Eidbrecher, Frevler. Das wäre nur mehr die Motivationslage. Plus minus 0. Genau. Hat jetzt kommt nach dem Ort. Geweihtboden nicht. Nein, Kapelle auch nicht. Tempel auch nicht. Okay. Plus minus 0. Zeitpunkt ist auch wahrscheinlich unwichtig. Zeit ist egal. Umstände. Harmonie ist weggeschieden. Es ist Winter. Also du tust hier natürlich, du willst natürlich Palligan jagen, aber das ist so weit abgespeckt, dass es nicht zählt. Okay, dann hätten wir eine Plus-Minus-Null-Probe, wenn jetzt nicht, du sagst, noch keine weiteren Zuschläge kommen. Ja. Sekunde. Wo habe ich sie? Hat er gesagt, könnt ihr zeigen, oder? So. Es fehlen ja 15 Punkte, also 15 LKP. Stärke jetzt für 15 Spielrunden, das sind etwa knapp Stunde und bin zerquetscht ein paar. Den Mut der Gläubigen, die es sehen können, um einen Punkt. Eine Stunde hält das? Ja, LKP-Spielrunden. Und 15 Spielrunden sind etwa 75 Minuten. Ja, okay, gut. Und es wirkt natürlich hoffentlich stärkt die Moral, hoffentlich, in der Stadt. Ich weiß nicht. Erscheint das Licht jetzt bei mir oder erscheint es über der Grube? Genau, also ja doch, genau über der Grube. Du kannst sehen, wie die Wintersonne sich wohl ein letztes Mal nach oben kämpft und die letzten Strahlen nicht unbedingt auf die Stadt schickt, aber wohl in dieses Loch hinein. Und sodass du, also der Pirat nicht, aber du bist in Bades in diesem Licht, was jetzt gerade so in die Grube reingeworfen wird. Und du kannst ein vernehmliches Knacken von dem goldenen Schloss hören. Das hat immer Klick gemacht. Und während du die Choral nochmal wiederholst und dein Wunder wirkst, kannst du auch die Kraniche von der Brücke hören, die sich da jetzt wohl irgendwie links und rechts, du kannst sie nur hören, sicherlich auf den Häusern niedergelassen haben. Und eine kleine Lotusblüte, die wohl gerade durch den Lichtkegel fallen gelassen wird, in deine Zelle gleitet. Ich würde sie probieren, einmal aufzufangen. Preis! Dein Wille geschehe. Deine Macht erfüllt diese Stadt, diese Zelle und erfüllt diesen Gläubigen mit deiner Macht. Ich fühle Demut. Und wird dann auf die Knie sinken und die Augen schließen und in mich hineinbeten. Das Charisma von Ahmad reicht so weit, dass er ab und zu mal unter die Plane greift und ein Stück Getreide, Körner in die Gasse hinein pfeffert. Und dann, wenn gerade kein roter Richter oder so etwas anwesend ist oder eine Wache, ruft er noch einmal hinein. Komm mit, wir haben eine große Verkündigung zu machen. Es gibt Essen. Schmeißt nochmal was rein und dann rumpelt der Wagen weiter. Also wirklich eine große Rede ist das nicht. Und ihr seht schon, dass euch da irgendwie einige Gesichter hinterher blicken und dann auch diese Getreidekörner aufsammeln. Aber das reicht nie und nimmer für irgendeine Revolution. Niemals. Und während ihr dann über die Brücke rumpelt, könnt ihr wohl sehen, trotz dessen, dass ihr wolltet gerade jetzt diese Opfergaben kaufen, damit ihr wieder einmal über die Brücke rüberkommt, da könnt ihr sehen, wie die Kraniche, die jetzt oben auf dieser Brücke sitzen, abheben und zum Marktplatz flattern, wo ihr einen letzten Sonnenstrahl erkennen könnt, der seinen Lichtschein auf die Mitte wirft. Aber ihr wisst, dass das nicht reicht. Also ihr habt hinter euch nicht 600, ihr habt nicht einmal 60. Ihr müsst irgendwas tun. Der Wagen rumpelt weiter. Immer mal wieder halbherzig Getreide oder Knoblauch, irgendwelche Zwiebeln, die in die Ecken gepfeffert werden und irgendwelche dreckigen Gesichter, die euch angucken. Das klappt nicht. Wir müssen irgendwas tun. Bauer Rogel, wollt ihr den
Wollt ihr den Bauern und Stadtbewohnern zurufen, dass es im Sultanspalast noch mehr Essen gibt und wir es befreien? Also, machen wir das denn? Jetzt kommen wir aus der ganzen Sache noch raus. Aber jetzt müssen wir uns entscheiden. Entweder legen wir uns fest auf diesen Aufstand, dann müssen wir ihn auch ordentlich entfachen. Oder wir nutzen die Ablenkung, die Ahmed bietet, befreien Priodur und versuchen mit Gewalt an das Dokument zu kommen. Oder mit List. So kriegen wir doch keine Leute zu Wort. Wenn wir hier an der Pizza vorbeikommen, sieht man direkt, dass es eine Herberge ist oder eine Schrankstube? Ja, doch schon. Ich werfe da mal einen Blick rein. Befinden sich da welche drin? Ich muss gerade mal schauen. Das ist welches Etablissement? Das ist 15. Die Herberge Zarai Sazim Aram. Jasminenblütenhaus, Q5 P8 S22. Dann gib mir mal einen W20. Okay. Ja, der gefällige 12. 12 Leute, die du unten im Speisesaal gerade antreffen kannst. Und ja. Essen die was? Die essen was. Wahrscheinlich spärliche Portionen da auf dem Teller. Nichts Vernünftiges, oder? Ne, das Problem ist, dass es eine Herberge ist. Es sind keine Einheimischen, das sind halt Reisende. Okay, oder ja, Händler. Die wollen unserem Bauernaufstand bestimmt beitreten. Scheißegal. Ronga wirft da mal einen Blick rein. Hey, ihr! Es gibt ja wohl was Großes verkünden. Irgendwas wird ausgeteilt. Essen, vielleicht ein paar Sachen und so. Da kann man sich wohl ein bisschen was verdienen. Und lohnt sich wohl zuzuhören. Ich weiß nicht, habe ich gerade mitbekommen. Ich laufe da mit, die sind da mit Karren unterwegs, die haben da wohl ein paar Schätze und richtig Essen drauf. Richtig große Schätze? Scheint wohl ein großes Ding zu sein, keine Ahnung. Ich würde das nicht verpassen wollen. Würfel mal eine Überredenprobe, minus 5. Ja, ich weiß, ich habe einen 5er Wert. Ja, das ist also das Problem, wenn man da alle überreden. Minus 5, also plus 5, also... Erleichtert um 5. Ja, erleichtert um 5. Ja, passt. Okay, dann habe ich 3 Punkte. Ja, also du kannst auf 2 bleiben sitzen. Die anderen 10 stehen dann nach und nach auf. Und wenn der erste aufgestanden ist, dann wird sich das auch. Natürlich, da will niemand was verpassen. So, und ja, die nächsten 10 Leute hast du deinem Bauernaufstand hinzugefügt. Ja, der Gedanke ist, dass andere sich eher anschließen, wenn da mehr Leute sind. Du kannst auch noch sehen, wie irgendwie der Wirt, der so ein bisschen traurig hinter dem Tresen steht. Was ist denn da los? Was für Tresen? Was für Schätze? Ja, große Änderungen und so. Was meint ihr damit? Es soll wohl endlich Gerechtigkeit herrschen. Keine Ahnung. Schau es dir selbst an. Und Ronga geht auch mit den anderen schnell raus. Sich bei dem Wort Gerechtigkeit dreht er sich um und verschwindet in der Küche. Du glaubst nicht, dass du den jemals wieder siehst. Gerechtigkeit ist kein gutes Ding. Nicht hinter Loser. Niemand will hier Gerechtigkeit. Ja, okay. Dann. Kredit beginnt laut zu brüllen. Große Essensverteilung auf dem Marktplatz, auf dem Hauptplatz. Große Essensverteilung auf dem Hauptplatz. Gut. Dann fängst du laut herum zu krakeeren und das zieht natürlich eine ganze Menge Blicke auf dich. Du kannst auch sehen, wie die Holzbalustrade, die vor die Fenster gemacht worden sind, jetzt geöffnet werden und die Leute neugierig gucken. Also jetzt ist tatsächlich Stimmung in der Stadt. Du kannst aber auch sehen, wie vom Prios-Tempel jetzt 2 rote Richter misstrauisch in deine Richtung gucken und dann auf dich zugehen, während ihr ihnen entgegenrumpelt. Willst du es einstellen oder machst du weiter? Ich mach laut halskrakehlend weiter. Ihr stört die öffentliche Ruhe. Pack mich an und ich störe deine Ruhe. Widerstand gegen die Richter. Das kostet euch sowohl die Hände als auch die Zunge. Wachen! Oh, ich möchte hier meine Waffe schnell ziehen und mir den Knauf in die Fresse schlagen, bevor er nach Wachen ruft. Du greifst den Richter an.
Ich möchte dem anderen einen Dolch in die Kehle rammen. Was? Okay. Maximale Eskalation. Die haben sich gerade umgedreht, haben nach den Wachen gerufen, weil das alle Regeln. Oh, minus 5. Minus 8. Nee, minus 8. Könnt ihr Ansagen reinpacken, wenn ihr wollt. Ihr könnt die meucheln. Das ist dann wieder plus 8. Dreifacher Schaden an der Rüstung. Nee, die haben keine Rüstung. Ich wollte jetzt. Alter! Nee, töten wollte ich die nicht. Mach Ausdauerschaden. Nee. Grädik hat mir gesagt. So, Haldan, was willst du tun? Stellst du dich also oben auf die Plane? Der allerschlechteste Kämpfer hier vermutlich. Ich check vermutlich gar nicht, was die machen, bis sie dich schon umgebracht haben. Na, stellst du dich irgendwie oben auf die Plane von dem Wagen und hast eine Fackel in der Hand oder einen Stein oder was? Also erstmal ist halt ein Riesenschisser, also wie jeder in einem Bauernaufstand möchte ich irgendwo in der Mitte hinten stehen, damit die vorne aufs Maul kriegen, noch weglaufen kann. So, Grellig, Kampf und dann, du hast einen Dolch, dann würfelst du auf Raufen. Mach dann Raufen-AT, einfach Doppelklick dann auf die 15. Plus 12? Die Jesus, Maria und Josef. Machst du eine 12er Ansage? Achso, nee, das ist der. Was ist das? Das war mein Schaden. Und zwar 15 Ausdauerschaden, Knaufschlag mit einer 8er Ansage. Das ist über der Konstitution, damit geht er zu Boden. Du brichst ihm wahrscheinlich irgendwie den Kiefer. Blut sprudelt aus dem Mund und dann geht er ohne ein weiteres Geräusch zu Boden. Und währenddessen kannst du sehen, dass Greldrick, der Pirat, seinen Dolch in den Hals vom anderen Richter rammt, dreht den Dolch einmal, zieht raus und das ist, okay, ihr seid sowieso tot, egal, also, ich meine, Ronga, wenn das hier nicht klappt, du hast einen Richter angegriffen, du stirbst sowieso. Ja, und dementsprechend Greldrick hat das verstanden, der ist ein guter Pirat, der macht kurz einen Prozess. Ja, ich hab moralisch. Muss man gerade gucken, 1W10, 1W10 Stadtwächter, 7 Stück. Du siehst, wie jetzt 7 Löwen von Talusa ihre Waffen ziehen und würfeln mal. Hatten die Waffen dabei, die Richter? Die Richter haben Flegel, so ein Flegel, wie die Praios-Kirche sie vielleicht benutzt. Oder Peitschen. Die verteilen unter der Bevölkerung. Ja, alles klar. Du siehst, wie die Waffen gezogen werden. Die gucken euch argwöhnisch an. Ihr seid jetzt. Jeder gibt mir mal ein W20 von euch. Jeder ein. Okay. 3. 15, 16. Plus die 10, die Ronga geholt hat. Habe ich einen Schicksalspunkt? Du hast einen Schicksalspunkt, ja, na klar. Du kannst die 3 neu würfeln. 17, komm, sehr gut. Ich bin doch Bauer. Ja, dann habt ihr 20. 20, 20, 60, 50 und nochmal 10 von Ronga sind. Ihr habt 60 Leute jetzt hinter euch. Das sind halt nicht 600, aber 60 zumindest. Und es kommen weitere. Und die 7 Wachen gucken euch argwöhnisch an. Jetzt kommt's auf Bauer Rogel an. Wie verhältst du dich? Okay, was machen denn die Wachen? Dir wird gerade von Greldrick eine Peitsche zugeschmissen. Ich reich die Peitsche weiter und zünde meine Fackel. Moral darunter. Okay, du zündest deine Fackel an. Okay, klack, klack, klack. Feuerstein und dann brennt deine Fackel. Und jetzt? Jetzt möchte ich gucken, an welchem Gebäude wir vorbeigehen, das so aussieht, als wäre es halbwegs offiziell. Das ist nicht der Praios-Tempel. Ja, den möchte ich nicht. Das ist das Richtergebäude, das Haus des Scharfrichters. Da musst du so ein kleines bisschen sprinten. Ich muss mal gerade gucken, wie viele Meter das sind. 40 Meter. 40 Meter, du hast nicht die Aufmerksamkeit der Wachen, aber du sprintest die 40 Meter zum Haus des Richters, leerstehend, und kannst dann deine Fackel da drauf schmeißen. Da hat ja, mein Dolgoruk gewohnt. Also, ich meine, ich bin ja nicht ganz doof, wenn ich weiß, ich schmeiß die Fackel da jetzt an der Wand, passiert ja nicht viel. Hat das denn ein Strohdach oder irgendwas, was ich glaube, was ich entzünden kann? Holz, ein Holzdach, ja. Musst du oben drauf schmeißen. Ja, ich glaube, ich kletter lieber an der Seite hoch und dann. Ja, ich möchte dich auch so klettern, um es anzuzünden. Gut, gehen wir mal eine Kletternprobe. Derweil die anderen, ihr könnt mir mal eine Initiativeprobe geben. 20? Nee, ich muss einen W6 würfeln. Ja, siehst du. 3. 3 plus 14 sind 17. Aber das war die Mutprobe. Die 20 war die Mutprobe von den Wachen. Die greifen euch nicht an. Die haben die Schwerter gezogen, aber sie greifen euch nicht an.
trotzdem mal eine Initiative geben, dann haben wir das schon mal.